16.83.2. Wenn dann fahren wir mit Sonderrecht Richtung Niederramstadt-Waschenbacher Straße, da am Abzweig B426 und VU. Für uns nach Niederramstadt zum VU, verstanden. Okay, ich fahre direkt hier rechts. Ich würde jetzt erstmal langsam über die Kreuzung machen. Ja. PKW gegen Kleintransporter vermutlich zweimal leicht, ist verstanden. Steht alles? Okay. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, wo man angenommen hat, dass da entweder Lebensgefahr für die verunfallten Patientinnen und Patienten besteht oder eben schwere gesundheitliche Schäden zu erwarten werden. Doch erst einmal müssen die Lebensretter aus Oberramstadt bei Frankfurt selbst heil ankommen. Die aktuelle Wettersituation zeichnet sich durch einen starken Schneefall aus. Dementsprechend mussten wir einfach vorsichtiger fahren, als wir sonst schon ohnehin tun würden. Wir probieren jetzt erstmal langsam an die Unfallstelle ranzufahren mit Warnblinker und Blaulicht und dann einfach damit auch die Unfallstelle abzusichern. Ach, da vorne noch was. Okay, ich mache nur einmal ganz kurz, dass Sie hören, dass wir da sind. Als wir gerade die letzten Meter auf dem Weg zum Einsatzort waren, mussten wir erstmal schauen, wo genau stellen wir denn unseren Rettungswagen ab. Und man konnte schon von Weitem sehen, dass zwei Fahrzeuge mitten auf der Landstraße frontal gegeneinander geknallt sind. Ich würde vorschlagen, wir stellen uns hier hinter, einmal so quer rein. Erste Lagemeldung vom VU Waschenbacher Straße. Die Einsatzstelle befindet sich in Richtung Waschenbach, ca. 500 bis 1000 Meter hinter dem Kreuzungsbereich. Ansonsten Meldebild bestätigt, PKW gegen Kleintransporter kommen. Bei diesem Einsatz hatten wir einen ganz besonderen Ersthelfer, und zwar unseren Kollegen Dennis, den wir quasi abgelöst haben. Dennis war gerade auf dem Weg in den wohlverdienten Feierabend, wo er anscheinend den Unfall beobachtet hat und konnte uns als Notfallsanitäter eine sehr gute und adäquate Übergabe geben. Hast du es gesehen? Bei dir hast du? Nee, ja. Ich habe eine Sichtung gemacht. Ich habe dem Einsatzleiter schon Bescheid gesagt. Wenn wir an einem Einsatzort ankommen, wo mehrere Verletzte sind, ist es erstmal wichtig, dass der ersteintreffende Rettungswagen sich erstmal einen Überblick verschafft. Und dadurch ist es wichtig, dass wir die Patienten erstmal in Farben sortieren. Erstmal so, dreimal grün, einmal gelb. Okay. Grün zum Beispiel ist nicht dringlich, gelb ist dringlich, rot ist sofort. Und schwarz heißt, dass der Patient leider verstorben ist. Die Frau im PKW ist die gelbe Person. Ja. Die hat ein sternales Druckgefühl, ja. Links thorakales, Rippenprellung wahrscheinlich. Okay. Mhm. Der Mann hat eine Schnittverletzung an der Hand, ja. Auch durch Airbag oder sowas. Okay. Und dann die zwei Fahrer vom Transporter. Ja. Die klagen halt jeweils rechts, links vom Aufprall in den Pass auf, dann zieh ich mir einmal die weiße Weste an und würde schon mal gleich Kräfte nachfordern, dass das zeitnah kommt. Soll ich mir mit Dennis gerade nochmal angucken? Lass uns gerne zusammen vorgehen, bitte. Okay, machen wir. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt es ein Konzept für solche Einsatzstellen, an denen mehrere Patientinnen und Patienten zu erwarten sind oder einfach Unübersichtlichkeit herrscht. In dem Fall haben wir die kommissarische Funktion des organisatorischen Leiters Rettungsdienst übernommen. Dafür kennzeichnen wir uns mit der dafür vorgesehenen weißen Weste und führen vor allem organisatorische und verwaltende Maßnahmen vor Ort aus. Ja, weitere Lagemeldung, Waschenbacher Straße. Insgesamt 4 Patienten vor Ort, dreimal grün, einmal gelb. Bitte insgesamt 4 weitere Rettungswagen zur Einsatzstelle kommen. Danach haben wir die Einsatzstelle erkundet und uns einen Überblick verschafft. Guten Tag, hallo, Akön ist mein Name, Malteser Rettungsdienst. Sie haben hier in diesem Fahrzeug gesessen. Können Sie mir kurz beschreiben, was passiert ist? Wir sind weggerutscht und dann da drauf. Okay, alles klar. Sie sind das Auto gefahren? Nein. Sie waren Beifahrerin. Was haben Sie momentan für Beschwerden? Ich bin das Auto gefahren. Guten Tag, wie geht's Ihnen gerade? Haben Sie nur Schmerzen? Hier tut's ziemlich weh und jetzt doch auch hier im Nacken. Alles klar. Dann würde ich Sie bitten, gerade genauso sitzen zu bleiben. Wir schaffen uns jetzt erstmal einen Überblick über die Einsatzstelle und dann kommen gleich schon mal Kollegen, die dann gezielt nach Ihnen schauen. Ja? Ich habe die Hand leicht verletzt. Aber sonst alles in Ordnung soweit bei Ihnen? Vom Gefühl her, sage ich mal. Okay. Nicht, dass Sie sich erschrecken, wir würden Sie trotzdem einmal komplett untersuchen, von Kopf bis Fuß. Okay, bleiben Sie bitte bei Ihrer Frau. Ja. Wenn sich bei Ihrer Frau irgendetwas verändern sollte, das heißt, die eintrübt, nicht mehr so reagiert wie vorher, sie irgendwelche Beschwerden angibt, sagen Sie mir bitte sofort Bescheid. Ja? Die Beifahrerin des silbernen PKWs hat Schmerzen im Brustbereich und vor allem im Rücken und im Nacken angegeben. Aus dem Grund haben wir sie auch dringlicher kategorisiert und die Behandlung mit der Feuerwehr und Marcel direkt einleiten lassen vor Ort. Der Fahrer des PKWs war eher leicht verletzt.
Guten Morgen, hallo. Akku und Malteser Rettungsdienst. Sie haben zu zweit hier im Fahrzeug gesessen. Ja. Alles klar. Der Kollege hat schon gesagt, so ein bisschen Beschwerden haben Sie auch angegeben. Ja, vom Aufstoß quasi. Ne? Ja. Haben Sie im Moment irgendwelche Beschwerden? Nee, nur halt ein bisschen verspannt. Ne? Wo haben Sie Schmerzen vor? Ist das im Rücken, die Verspannung eher? Oder? Hier so, da wo ich halt den Gurt hatte. Mhm. Okay, alles klar, perfekt. Haben Sie irgendwelche Beschwerden momentan? Nee, ich war ja auf der Beifahrerseite. Ich bin nur einmal mit linken Schulter einmal gegen Gurt geknallt. Okay. Mhm. Aber das hält sich gerade. Alles klar. Das ist eher der Schockmoment. Wie ist es hier draußen mit der Kälte? Wollen Sie eine Decke haben? Nein, wir haben alles im Auto. Alles klar, gut. Perfekt, dann würde ich vorschlagen, nehmen Sie sich mal eine Decke oder irgendwas, dass Sie jetzt einmal nicht erfrieren. Ziehen Sie mal eine ordentliche Jacke an. Zwei unserer Patienten waren zwei Herren aus einem Sprinter. Sie waren ein kleines bisschen unter Schock. Aber im Allgemeinen konnte man sagen, dass sie erstmal nichts Lebensbedrohliches an sich hatten. Ich würde vorschlagen, wir haben insgesamt vier Patienten vor Ort. Die würde ich auch gelb einschätzen. Ja. Die anderen drei grün, aber so, dass sie auf jeden Fall mal untersucht werden müssen. Im Anschluss an die Lagefeststellung haben wir die Lage beurteilt und dementsprechend Maßnahmen geschlussfolgert. Einen davon war zum Beispiel, vier weitere Rettungsmittel für vier Patienten und Patientinnen vor Ort nachzufordern. Damit sind wir in Summe zwar fünf Rettungswagen, wir würden dann aber weiterhin die Rolle des organisatorischen Leiters Rettungsdienst vor Ort übernehmen und die Einsatzstelle organisieren. Hi, servus, gute. Um einmal den Nacken ein bisschen zu sichern. Genau. Schmerzen, Schulter, Nackenbereich. Und Brustkorb, ne? Klavikula, Brustkorb. Ja, genau. Sie hätte ich eher gelb geschätzt. Es kommen vier weitere RTWs dazu. Wir haben insgesamt vier vor Ort. Sie würde ich gelb schätzen, die anderen drei grün. Würdest du Ihre Versorgung soweit übernehmen? Ja. Perfekt. Dann lasse ich dir gerade unser Rucksack hier stehen. Rettungssanitäter Marcel kümmert sich währenddessen um Wärmedecken für die Verletzten. Genau, ich gebe Ihnen einfach mal die. Die können Sie einmal vorher so einkuscheln. Die wird ziemlich warm. Und auch wenn Sie jetzt gerade nicht das Gefühl von Kälte verspüren, es kann einfach sein, dass man noch ein bisschen im Schock geht. Genau, Kollegen haben sogar eine Wärmeleuchte gerade nochmal aufgebaut. Guten Morgen, hi. Hi, servus. Wir kennen uns noch nicht? Nee. Ich bin der Musti, hi, servus. Kleintransporter gegen Pkw. Ihr würdet die einzig gelbe Patientin übernehmen. Die sitzt auf dem Beifahrersitz des Pkws. Sie gibt vor allem Schmerzen im Brustbereich und im Nacken an. Die wird von meinem RS und der Feuerwehr versorgt. Das sind auch Kollegen, die bei uns als Notsand fahren. Okay. Mit Vorschlag, ihr nehmt euer Material komplett mit, samt Trage, Vakuummatratze, dann habt ihr gleich alles da. Hi. Genau, vielen Dank. Patientenzuweisung über die Leitstelle würde ich dann machen. Daten habe ich schon alle aufgenommen. Okay. Musti. Also unsere gelbe Patientin wird gerade super von Janis versorgt, es passt alles, ist auch schon genau, Zugang. Genau, der RTW ist auch da. Ja. Genau, soweit haben alle Rettungsdecken. Perfekt. Ja. Was wäre mit den zwei, die bei der Polizei stehen? Magst du denen mal Decken von uns rausgeben? Habe ich auch schon gemacht. Okay, also ich habe denen auch schon Decken gegeben, die haben jetzt auch quasi noch ihre Jacke angezogen. Ja. Die Kollegen sind auch gerade bei denen, also theoretisch ist gerade jeder Patient adäquat. Gut versorgt. Von mindestens zwei Sanitätern versorgt. Perfekt, alles klar, vielen Dank. Ja. Moin, hi, herzlich willkommen. Also Kleintransporter gegen Pkw, einmal gelb, dreimal grün. Ihr hättet einen von den grünen Patienten. Okay. Ich würde euch gerade zum Patienten hinbringen. Ist der gehfähig? Genau. Soll ich hier lassen? Der ist soweit gehfähig. Man merkt einfach immer wieder, dass man bei solchen Wetterverhältnissen super aufpassen muss. Zum Glück sind die Autos mittlerweile so gut ausgestattet, dass die Airbags direkt aufgegangen sind. Wir haben zwar eine Patientin, die leicht verletzt ist, aber es zum Glück nicht lebensbedrohlich ist. Die Kolleginnen und Kollegen sind da, die kümmern sich jetzt einmal um sie und schauen mal ordentlich nach der Hand vor allem. Ja, alles klar. Dann vielen Dank für die Übernahme soweit. Patient ist zugeteilt euch über die Leitstelle. Daten habe ich schon aufgenommen, dürfte also auf dem Tablet sein. Wir sind 18381. Genau, ist schon zugeteilt. Wegen der Anmeldung in der Klinik würde ich mich dann gleich mit Matthias einmal auseinandersetzen in der Leitstelle. Okay, du regelst es, ich komme auf dich zu. Stand jetzt, ja, genau. Ja, wie? Ist gerade einfach nur Orga-Aufwand. Ich weiß, jeder Patient ist gut adäquat versorgt. Genau, vielleicht kannst du mal schauen, ob du beim Rüberheben oder sowas mithelfen kannst bei den AFB-Kollegen. Danke. Hi, Matthias. Was man bei solchen Einsätzen, wo wirklich sehr, sehr viele Einsatzkräfte vor Ort sind, bedenken muss, oft sind wir auch im Privaten befreundet. Und man merkt einfach, dass wir bei solchen großen Einsätzen, dass wir wirklich so eine Blaulichtfamilie sind, die einfach Hand in Hand zusammenarbeiten können. So oft sehen wir uns sonst nie, hä? Ja, das ist einmal Pkw gegen Kleintransporter. Wir haben einmal gelb, dreimal grün. Ihr würdet einen von den beiden grünen jeweils bekommen. Die geben so ein bisschen Verspannungen an, aber jetzt keine richtigen Schmerzen. Ist auf jeden Fall ein Wegeunfall für die gewesen und halt trotzdem ordentlich eine Intrusion auch am Auto. Die sind aber soweit gehfähig und die könnten euch problemlos mit ins Auto begleiten. Welche Automarke? Das ist ein weißer Transporter. Genau, ja. Häufig zeigen sich Verletzungen erst Stunden nach dem Unfall, wenn der erste Schock nachlässt. Deshalb müssen die Lebensretter alle Beteiligten von Kopf bis Fuß durchchecken.
Das ist der Kleintransporter, von dem wir reden. Ja. Das ist der PKW. Eure beiden Patienten sind die zwei rechts, oder euer einer Patient ist rechts in der orangen Warnweste. Einmal, wie versprochen, die Kollegen, die schauen einmal nach Ihnen. Ja. Genau, und am besten gerade den Kollegen mit einpacken, dass wir raus aus dem Kalten kommen. Genau. Genau, perfekt. Die hatten den Aufprall vorne links. Genau, die sind quasi in die Richtung, genau, Unfalldelta, ca. 70 km/h. Fahrgastzellen beide jeweils intakt, aber auf jeden Fall vorne eine ordentliche Intrusion. Bei solchen besonderen Wetterverhältnissen merkt man einfach, dass man lieber ein bisschen vom Gas runtergehen sollte und lieber fährt man auch auf einer Landstraße zum Beispiel nur 40 oder 50 km/h, als die vorgegebenen 70 km/h zu fahren, weil man einfach merkt, dass bei so einem Untergrund ein Unfall schneller kommen kann als gedacht. Ich muss dir also soweit, geht jetzt alles seine Wege, oder? Geht jetzt alles seine Wege. Ich muss denen nur noch Bescheid sagen, dass sie selbst anmelden sollen. Ansonsten sind alle Patienten soweit versorgt. Quasi jedem Bescheid geben, was sie selbst anmelden sollen? Nee, die beiden wissen schon Bescheid, muss nur noch hier Bescheid sagen. Okay, verstanden. Genau. Die Zusammenarbeit an einer solch komplexen Einsatzstelle kann sich auch schwierig gestalten. Hier im Landkreis funktioniert die Zusammenarbeit sehr kooperativ und sehr konstruktiv. Das haben wir auch an dieser Einsatzstelle gesehen. Wir konnten sehr gut mit den nachrückenden Einsatzkräften zusammenarbeiten und die Situation damit gut lösen. Ja. Aber organisatorisch auch mega gelaufen, von ehrlich gesagt. Also ich meine es ernst, du hast das so gut gemacht. Das war der allererste Einsatz, bei dem ich zum Beispiel bei Musti mitbekommen habe, dass der Musti die organisatorische Leitung macht. Und oh mein Gott, der hat das so gut gerockt. Also wirklich meine persönliche Meinung. Musti hat es hingekriegt, in so einer Situation, wo man insgesamt so 8, 9 Einsatzmittel hat, komplett ruhig, gut zu organisieren, erstmal einen Überblick verschafft und danach strukturiert einfach abzuarbeiten. Ja, also ich meine es ernst, also ich finde das sehr, sehr krass. Erstmal, was ich mitbekommen habe und ja, nice. Problematisch bei solchen Sachen ist einfach, dass ja beide Fahrzeuge mit 70 km/h frontal gegeneinander stoßen. Obwohl eigentlich so viel Geschwindigkeit und Kraft bei diesem Verkehrsunfall mitgewirkt hatten, muss man schon sagen, dass jeder Patient großes Glück hatte, weil diese Situation hätte auch bei diesen Verhältnissen ganz anders ausgehen können.